hast du mich vermisst? Oh, warte. Ja, hast du. Dragan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiate, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Das Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen. Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Ja, und somit herzlich willkommen hier mal zu einem anderen Start von Wir spielen Far Cry 4. Da hat sich doch gleich mal Pagan eingeschlichen und hat ihre Sachen hier wiederholt. Ne? Finde ich ja gar nicht so in Ordnung, dass der mir einfach so ins Wort fällt. Hier ist natürlich wieder euer Exoblei. Und wir beginnen hier. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ja. Was wäre dann passiert, wenn ich nicht gewesen wäre? Richtig. So, jeder fällt mir heute aber ins Wort, ne? Also das ist unglaublich. So. Wir wollen jetzt... Ja, eigentlich wollten wir ja den Funkturm freischalten, aber ich bin irgendwie hier respawned, warum auch immer. Und ja, dann werden wir erstmal hier diese Maske zerstören, die hier irgendwo rumliegt. Ich weiß nur noch nicht wo. So, hier haben wir eine schöne Weste gefunden. Finde ich klasse. So, dann kann ich den mal durchsuchen. Hier auf dem Bett drauf. Ne? So. Da, guck mal, da ist die Maske. Und dann werde ich die Maske erstmal zerstören. Hier haben wir noch einen Brief. Bestimmt wieder von der Ziege. Natürlich von der Ziege. Partner, wer ist dein Freund? Warum folgst du meinem Weg? Soll ich mich dir zeigen? Soll ich ihn zuerst holen? Die Ziege. Ja, die Ziege schreibt ja immer so einen gewissen, ja, Stuss daher, ne? So, Medikits ist voll. Munition müsste, glaube ich, auch voll sein. Ja, Munition ist auch voll. Wie diese das eigentlich mit anderen... Jawohl, überall ist die Munition voll. Na, schön, dass ihr auch noch euch, dass es euch auch noch gibt. So. Irgendwo muss da noch eine Kiste sein. Wollen wir mal schnell suchen noch. Ich finde es bloß gerade nicht. Ist bestimmt wieder irgendwie ganz mies versteckt. Ah. Hier? Nö. Das ist bestimmt da oben, wa? So, dann muss es hier oben sein. Ja, natürlich. Mies versteckt wieder. Wie man es kennt. So, und hier muss noch ein Brief rumliegen. Da unten irgendwo. Den wollen wir natürlich auch mitnehmen. So. Ich glaube, das muss da unten sein. Jawohl, da ist er. So. Ein verlorener Brief gefunden. Nummer 4 von 20. Hier gibt es übrigens auch noch jede Menge Blätter. Wenn wir schon da sind, ne, dann werden wir doch mal hier die Blätter auch noch. Karma Level 7. Irgendwie wiederholt sich das alles ein bisschen. Da wird da wohl nicht ein bisschen verbuggt sein hier. So. Da vorne haben wir nochmal ein grünes Blatt, ne? Hier, guck mal, da ist es schon. Nee, das ist das weiße Blatt. Hier ist das grüne Blatt. So, grüne Blätter brauchen wir natürlich, damit wir hier im Kampf dementsprechend ausgerüstet sind. Hier haben wir noch eine Kiste. Nehmen wir natürlich auch mit. So. Was ist bei dir los? Hast du Angst vor den Yaks? Schrei nicht so rum. So. Hier ist alles ein bisschen hell beleuchtet. Das macht alles hier diese kleine, tolle Lampe. Ne? Na, die Jacks machen nix. So. Sollen wir mal kurz hier drauf gucken. Hier unten müssen Camps sein. Sehe ich gerade. Da leuchtet es auch ganz schön. Das leiten wir hier mal runter.
Und hier vorne muss... Ah ja, da vorne ist der Glockenturm, den ich freischalten kann. Ja. Ich glaube, wir machen als erstes mal den Glockenturm. Dazu gehen wir hier vorne erstmal wieder hoch. Und schnappen uns einen Gyrokopter. Und fliegen erstmal zum... Zum Glockenturm rüber. Damit wir die Karte mal ein bisschen freikriegen noch. Hallo, würdest du bitte einsteigen? Dankeschön. So. Bitte steigen. Wow, war knapp, ne? So, da unten leuchtet's rot. Ja. Wenn jemand seine Bengalo-Feuer hier entzündet. So. Das heißt, vielleicht können wir ja direkt da landen. Ja, ein bisschen senken. Ach, guck mal. Jetzt ist die Munition leer oder was? Alter, das sind ja ganz schön viele, ne? Sehr schön. Mal hier runterschmeißen. Ich gar nicht gewusst, dass ich ja nur Molotows werfen kann, ne? So. So. Oh, schön mal Granaten loswerden. Du auch noch? So, könntest du mal bitte? So, könntest du bitte sterben? So, du willst doch auch noch eine ab, wa? Das gibt's nicht. Tja, dann muss ich wohl doch das mit den Granaten lösen. Na komm. Der will sich aber auch nicht töten lassen, ne? Jetzt ist die Munition leer, oder was? So. Auf gut Deutsch, ich geh jetzt mal hier runter. Ja? Lande natürlich direkt im Feuer, ne? So, super. Direkt mal die Spritze reingejagt. Nein, das ist die falsche Waffe. Das ist auch die falsche. Das ist die richtige. So. Bist du jetzt endlich fertig? So. Du bist auch fertig? Ich erinnere mal wieder ein bisschen Molotow-Action gekriegt, ne? Alter, überfahr mich nicht, du Knallkörper. So, hier haben wir einen Propagandaposter, reißen wir gleich mal ab. Eiwandfrei. Und jetzt werden wir erstmal hier diesen Funkturm befreien. Ach, guck mal hier, jede Menge Munition. Machen wir das erstmal hier zertreten. So, kann ich jetzt die Leiter hoch? Mensch. Na, diese verbackten Zeugs hier, liegt ein bisschen Pappe rum, ne? Kannst du nicht auf die Leiter drauf, ne? Unglaublich. So, hier kann ich hoch.
ja. Ein bisschen vorbeigeflogen. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. So. So, jetzt sind wir aber oben. Ich meine irgendwie, dass ich den Funkturm schon gemacht habe, aber... scheint wohl doch nicht so. Ich habe so die Vermutung... Ne? So, hier kann ich... Ne, den habe ich noch nicht gemacht, das wüsste ich. So. Das war knapp, ne? Das war jetzt wirklich knapp, ne? So, hier kann ich hoch. Jawohl, jetzt bin ich nämlich hier, kann ich jetzt hier die Leiter hochlaufen. Da draußen gibt's Kisten. So. Hier gibt's Kisten. Jawohl, hier gibt's eine Kiste. Hallo. Super. Mal hier die Kisten runterschmeißen. So, wunderbar. Ah ja, jetzt. So, jetzt aber hier hoch. Ah, da bin ich schon oben. Na, guck her. So, wo ist die Kiste? Hier ist Munition. Muss irgendwo eine Kiste sein. Okay, gibt es keine Kiste. Dann tun wir jetzt erstmal hier den Sender ausschalten. Bam. Voll auf die 12. Ja, 13 von 17. Ich hatte ihn wohl doch noch nicht freigeschalten. Schöne Rundreise wieder. Umerziehungslager, strahlende Gesinnung. Ja, euch werde ich auch zum Strahlen bringen. Kios Schrottplatz. Über diese guten Idioten hier, na, da auch wieder. Und jede Menge Propaganda-Poster sehe ich hier, ne? Außenposten, kostenlos, ne? Aha. Aber was ist das da vorne? Das würde ich ja gerne mal wissen. Ne, das ist ja das, wo ich hergekommen bin, oder? Zoomen wir mal ein bisschen hier rein. Ne, da erkennt man wirklich gar nichts. Wegpunkt setzen. Ja, machen wir mal. Weil wir wollen mal rauskriegen, was das damit zu tun hat. Hier ist auch die Seilbinde. Dann wollen wir direkt mal hier runterrutschen. So. Und schon sind wir da. Wir sind gar nicht so weit entfernt. Das kann doch sein, dass es das war, wo ich gerade hergekommen bin. Ach, guck mal. Und dann haben wir mal kurz das Scharfschützengewehr. So, ciao, my friend. Ach, guck mal, ein grünes Blatt haben wir auch noch hier unterwegs. Guck mal, ein grünes Blatt. Ja, dann töte ich dich halt auch, du Pisser. Einwandfrei, ausgeschalten, ne? So. Was haben wir denn hier? Ah, das ist so ein... Es sind zwei Mauern! Die guck mal. So, du auch noch? So, wunderbar. Dass die mir immer... Hier rennen schon viele von den Idioten rum, ne? Muss ich ja schon mal so sagen. Ach, guck mal. Und die schon. Super, erledigt. Ein Schuss. Ein Schuss, du. So. Mal schnell durchsuchen. Da was Nettes dabei hat. Hier, das Fell mal kurz. Zack, mal kurz schälen. Ein Schneeleopardentiger hier. Das scheint ja ein Außenposten zu sein, ne? Ja, das ist ein Außenposten. Na klar, ich renne hier voll in Außenposten rein. Ist aber diesmal ein anderer Außenposten, merke ich gerade, ne? So, ne? Wäre schlimm, wenn es derselbe wäre. Ich hoffe, die haben nicht wieder so einen blöden Mörser. Ich bin hier ein ziemlich offenes Gebiet. Ich hoffe bloß, da rennen nicht so viele Schneeleoparden rum. Gefallen mir die so. So. Ah, ein Schwergewicht. Ah, ja, super.
So, das heißt, wen kriegen wir hier noch vor die Linse? Ein Alarm haben wir hier. Also einen auf jeden Fall. Ah, guck mal. So, einer weg. Einer weniger. Immerhin. Aber es sind bestimmt noch mehr, ne? Darf bloß nicht entdeckt werden. Ah, guck mal. So, den haben wir auch erledigt. Ach, guck. So, der ist auch erledigt. Da ist der Alarmknopf irgendwo. Ich kann den irgendwie nicht sehen. Der ist da irgendwie blöd versteckt. Kann ich nicht drauf zugreifen. Und da hinten ist ein zweiter Alarm. Wow, fuck! Oh, jetzt verpiss dich doch, Mensch! Minometer, erschreck mich nicht so zu Tode, du blöder Pisser! Mensch! So. Und vorne ist er. Ich weiß bloß nicht, was es ist. So. Na, jetzt ist er weg. Ein Karma-Ereignis war das. Wie klasse, war? Ich bin jedes Mal hier in diese Karma-Level verstrickt. Von jetzt auf nachher. Finde ich mal gar nicht so in Ordnung, ne? Kann ich mich gar nicht auf meine Mission konzentrieren. So. Jetzt will ich mir aber doch mal hier langsam hier ranschleichen. In diesen Außenposten. So, Keo Holzfällerlager. So. Wenn alles den Bach runtergeht, gibt es immer noch Insekten. Gutes Protein. Vom bürgerlichen Leben. Feuer! Brenn! Brenn, du Sack! Er ist nicht weit. Ich kann ihn nicht. Du bist gleich nur noch ein weiterer toter Bastard. Wärmt aus und sucht nach Spuren vom Feind. Ja. Wir haben hier also auch noch einen hier. Na, guck mal, eine Weste. Bis jetzt bin ich ja noch nicht entdeckt worden und Alarm haben sie auch nicht ausgelöst. So, kommt jetzt hier in die Hütte rein. Wäre ja super, ne? Okay. Komm. Zeig dich. Er hat auf jeden Fall einen Flammiwerfi. So. Bin erstmal ausgeschalten. Der hat mir am meisten Sorgen gemacht. So. Er sagt mir, ich habe hier noch einen Alarm. Aber ich finde ihn nicht, ne? Ach, guck mal, da ist er. So, alle Alarme deaktiviert. Ein Fels beugt sich nicht.
So. Hm, wo bist du denn? Ich hab Besseres zu tun. So, jetzt aber. Das war ja jetzt noch. Die Krönung hätte ich das jetzt wieder vergeigt, du. So, war eigentlich relativ einfach. Mal ein bisschen offensiver reingegangen. Jo, und mit dieser Folge. So, mit dieser Folge will ich auch hier als nächstes den Cut machen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich bin jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Extreplay. Und wir spielen es. Ciao.